So Leute, willkommen zu hoffentlich dem letzten Part von Fire Emblem 7. Wir haben jetzt den mächtigen Drachen gegen uns. Ein sogenannter Feuerdrache. Alter, hasserfüllter Drache, der die Befreiung überlebte. Ha, wandernder Drache, der das Drachentor durchbrach. Und seine Attacke ist die Feuerzunge. Drachenatem, der jedem schadet. Dagegen gibt es keinen Schutz. Ja, das ist... ja, man muss auch sehen, seine Stärke ist überwältigend heftig. Leider sind wir hier auch nicht ganz alleine. Wir haben nämlich hier Gegner, die uns mit Säuberung angreifen. Auch leider alles Morphs. Beides Säuberung. Hier hat noch ein Typ Berserker, das ist dann noch lustiger. Und der Typ hat einfach nur Gewitter und Schweigen. Ah ja, hier vorne sind auch noch welche. Wahrscheinlich hat der auch noch Berserker. Ne, der hat Schlaf. Und der hat das Gewitter nur. Okay. So, jetzt zeige ich euch mal die Macht von ihm. Oh, das wunderte mich jetzt. Eigentlich kann nämlich gar nichts den Typen verletzen. Aber der Geistesfall funktioniert. Yay. Okay. Die funktionieren ja auch alle. Aber wir warten ja mal, was die anderen Leute da drauf haben. Siehst du, 13. Auch wenn das nur Hector ist. In Anführungsstrichen. Na gut, das trifft es ziemlich selten. Ja, den Typen kannst du einpennen. Hat auch noch getroffen. Okay, das war's. Gut. Dann haben wir lieber Aurelo und heilen noch kurz Hector. Auch wenn er nur 13 Schaden verloren hat, das ist dann trotzdem etwas. Und ja. Wir können ja nochmal gucken, wie viel Durandal ziehen wir wieder. 14. Okay, müssen wir uns überlegen. Amaz zieht 21, das ist dann eher gefährlich. Krasse Musik, krasser Bildschirm. Und ein sauren Drachen. Eieieiei, der hat uns komplett runter auf 3 gebracht. Und er hat Fragezeichen KP. Das ist dann noch besser. So, heilen wir noch schnell Athos. Er hat immer noch 0-0, okay. Das ist nicht gut. Zurückhaltung bringt nichts, Schnitte 8 sowieso nichts. Okay. Das ist jetzt sehr blöd. Ich wusste nicht, dass er so weit angreifen kann. Das ist ziemlich scheiße. Na, wobei scheiße, dass noch nicht mal ein Ausdruck ist. Das ist richtig kacke. Und sie hat auch noch nicht mal ein Elixier, das ist noch besser. Gut, dir bleibt nichts übrig, als Athos anzugreifen. Und mit dieser Methode muss man ihn jetzt niederzwingen. Aber
gut, so kriegen wir das hin. Das ist dann, denke ich mir, überhaupt kein Problem. Bam. 80 hat er noch. Noch 80, dann haben wir den Gegner geschafft. So, jetzt schalte ich Will auf ein. Als Ersatz halt. Wie oft kannst du noch Gewitter, Kollege? Dann ist der nämlich stumm. Macht nichts mehr. Einmal darf er es nur machen. Einmal noch. Nein, Atos muss geheilt werden. So, und statt dass Atos dort stehen wird, stellen wir mal Will dahin. Der wird das nämlich auch überleben. Und er zieht 5. Will ist somit einer der stärksten Charaktere. Und das einfach mit einer geklauten Waffe. Das ist doch mal geil, oder nicht? Ja, jetzt hat er noch 70. Ein kleiner Erfolg. So. Der Typ hat kein Gewitter mehr. Das sind gute Nachrichten. Dass Markus jetzt geheilt ist, interessiert mich jetzt gar nicht. So, walte deines Amtes, Drache. Ja, penne den Typen ein. Ich mag ihn auch nicht, also. Na, hat's getroffen. Nein, es geht vorbei. Oh mein Gott, Markus. Er kann das. Er kann ausweichen, oh mein Gott. Lalalala. Ja, die ganze Zeit müssen wir das gleiche machen. Kann langweilig sein, ich weiß. Aber was soll ich tun? Schneller geht's leider nicht, weil meine Charaktere leider nicht offen, nicht gut genug trainiert wurden. Sorry. Aber ich würde trotzdem mal gerne wissen, wie Experten das eigentlich hinkriegen, weil ich kenne eigentlich nur diese Methode. Warte mal. Ich habe jetzt einen Plan, so dass ich den jetzt in einem Zug, in diesem Zug jetzt sofort besiegen könnte. Ich muss jetzt gerade nur noch nachgucken, ob das klappen würde. 20, das trifft zu 100%. 94%, das könnte eventuell sogar noch daneben gehen. Durandal zieht 14. 20, das treffen würde 10. Das wäre teils höchstwahrscheinlich sein Untergang. Sollen wir es wagen oder nicht? Sollen wir es wagen oder nicht? Ach, was soll's. Wenn wir verlieren, dann spiel ich eben vor vorne. Scheiß drauf. Wir opfern jetzt gleich 3 Charaktere. Ich versuche nämlich zuerst mit Atos ihn anzugreifen. Dann heile ich jetzt gleich noch Will. Damit er jetzt nicht in dieser Runde stirbt. Hoffe natürlich, dass er trifft mit seinem Angriff. Und damit müsste ich dann auch gleich diesen Kampf bzw. den Drachen besiegt haben und das Spiel somit beendet wäre. Aber mal schauen. So, Will, walte deines Amtes und triff bitte, sonst haben wir ein Problem. Aber so was von ein. Ich poker. Wenn er jetzt daneben trifft, haben wir verloren. Das wollte ich nur so als Zusatzinfo sagen.
So, Edward, wenn du jetzt daneben triffst, dann gibt's richtig Prügel. Auf Wiedersehen. So, einer von beiden stirbt jetzt. Edward sagt gar nichts. Das ist gemein. Nein, wir haben gewonnen. Geh nach Hause, Drache. Und Edward hat uns nicht enttäuscht. Danke. Edward. Edward, yay. Ja, was denn? Ich bin hier. Gut gemacht, mutiger Nachfolger des Roland. Endlich ist es vorbei. Letztendlich ist alles. Lord Athos. Ha, es scheint, als wäre meine Kraft nun verbraucht. Ich werde vor dir sterben, Freund. Ich werde dir schon bald folgen. Doch für den Moment werde ich wieder einschlafen. Edward, Hector, Lynn. Ich habe für lange Zeit gelebt. Doch nun bin ich am Ende angelangt. Trauert nicht. Schon bald werde ich im Kreis lang vermisster Freunde sein. Ich empfinde kein Bedauern. Lord Athos. Und jetzt, meine Freunde, meine Familie, lasst mich euch ein Abschiedsgeschenk überreichen. Hier lieg ich nun dem Tod vor Augen. So viele Dinge kann ich sehen. Ich sehe die Zukunft. Oh, warum? Warum ist dies nicht jetzt? Weder Bramimond noch ich werden hier sein, um einem Land in Not zu helfen. Was könnt ihr sehen? Ein dunkler Stern erhebt sich in Biran. Ganz ihr Liebe wird einmal mehr von einer Woge des Blutes überschwemmt. Doch fürchtet nicht, wieder ersteht die Hoffnung in Lysia. Kinder des Feuers, alles. Lord Athos, selbst im Sterben dachte er noch an uns. Robert, seht doch, ihr beiden. Lord Athos, fast scheint es, als würde er lächeln. Diese Welt wird wieder in Dunkelheit gehüllt werden. Aber am Ende wird sich ein rettendes Licht erheben. Ninian, Lord Edward, wie schön, dich zu sehen, Ninian. Lord Edward, ich habe euch Sorgen bereitet. Ich möchte mich entschuldigen. Was meinst du damit? Ich war der Grund für all dies. Es war meine Schwäche, die zu dieser Tragödie führte. Ninian, hier in Ilibe, dem Land unserer Geburt, wuchsen wir für lange Zeit. Selbst als die Menschen kamen und uns vertrieben. Kein Tag ist vergangen, an dem ich nicht daran denken musste. Ich sehnte mich danach, es noch einmal zu sehen.
unser Heimatland. Diese Kinder, die Feuerdrachen, sie waren wie ich. Wir wussten, dass es uns verboten war. Und doch antworteten wir auf Nergals Ruf und öffneten das Tor. Wir hatten nicht vor, lange zu bleiben. Wir wollten nur unsere Heimat ein letztes Mal sehen. Doch Nergal nahm uns gefangen und dies führte zu all dem. Wir Menschen übernahmen die Herrschaft über den Kontinent, als hätten wir das Recht dazu. Niemals haben wir bedacht, wen oder was wir vertrieben. Ninian, Nils, die Schuld für all dies lag niemals bei euch allen alleine. Zwar haben wir uns der Ignoranz schuldig gemacht, doch tragen wir auch noch etwas Verantwortung in unseren Herzen. Lord Elliot, denkt ihr wirklich so? Das tue ich. Wäre mein Vater jetzt hier, würde er dasselbe sagen. Lasst uns zusammenarbeiten und den Blick in die Zukunft richten. Wird der gesamte Kontinent zu einem Ort gemacht, an dem Menschen und Drachen zusammenleben könnten, so wie in Arcadia, der verborgenen Stadt, von der Lord Athos sprach. Was für eine wundervolle Welt würde das dann wohl sein? Aber das ist sicherlich ein Traum, der noch für lange, lange Zeit nicht in Erfüllung gehen wird. Daher können wir nicht hierbleiben. Das Tor ist noch offen. Wenn es offen bleibt, werden sicher noch weitere Drachen hindurch schreiten. Bevor dies geschieht, müssen wir in unsere Welt zurückkehren. Wir müssen unsere Kräfte sammeln und das Tor versiegeln. Von der anderen Seite aus. Willst du damit sagen, dass ich dich nie wieder sehen werde? Das kann nicht sein. Lord Edward, ich bin wirklich gesegnet, dass ich die Gelegenheit hatte, euch noch einmal zu treffen. Bitte, bitte, vergesst mich nicht. Ja. Komm jetzt, lass uns gehen. Wir müssen in unsere Welt zurück. Lord Elliot, Lord Hector, Lady Lynn. Ich danke euch. Warum wird eigentlich mein Name nicht benutzt? Meine Meinung über den Menschen hat sich geändert, seit ich euch alle getroffen habe. Wieso wird eigentlich mein Name nie verwendet, ey? Bin ich so scheißegal? Auch in der Welt, in die wir nun zurückkehren, gibt es Menschen. Es mag schwer sein, einen Weg zu finden, der zum Zusammenleben führt. Aber wir werden nach ihm suchen. Gut, viel Glück dabei. Ich werde euch vermissen. Passt beide gut auf, euch auf. Vielen Dank. Lebt wohl. Alle zusammen. Oh, der Tag bricht an. Wie wunderschön, der Beginn eines neuen Tages. Lass uns nach Hause gehen.
nach Lycia. Okay, Leute. Der Epilog kommt jetzt auch noch ein Jahr später. Da seid ihr, Chris. Yay, ich werde zum ersten Mal wieder erwähnt. Werdet ihr meinen Krönungsfeier beiwohnen? Hector und die anderen werden alle erscheinen. Was? Diese Kleidung? Ich weiß, ich sehe lächerlich aus, darin aus. Ja. Formale Kleidung ist zu steif. Ich kann sie nicht leiden. Ich kann's verstehen. Ah, endlich ist alles zu einem guten Ende gekommen. Ich werde meinem Vater als Marquess Ferrar nachfolgen. Ich weiß nicht, ob ich der Herausforderung gewachsen bin. Aber ich werde für das Volk, das hier lebt, mein Bestes geben. Chris, müsst ihr denn wieder wirklich gehen? Ja, scheint so. Nein, ich verstehe schon. Ich bin mir sicher, dass es Dinge gibt, denen ihr euch zuwenden müsst. Eigentlich danke, dass ihr mich in allem so sehr unterstützt habt. No problem. Nun denn, Chris, dies ist unser Abschied. Wäret ihr nicht gewesen, würde diese Welt nicht mehr bestehen. Oh, danke. Wenigstens dankt mir einer mal. Ich danke euch von ganzem Herzen, Chris. Jo, bis denn, Edward. Hau rein. Ich werde euch wiedersehen. Versprochen, mein Freund. Ja, mit Sicherheit. So, Leute, damit haben wir das Spiel endlich durch. So, jetzt kommen jetzt eigentlich die ganze Zeit nur diesen Abspann und so. Und dann werden eigentlich auch noch die Charaktere gezeigt, was aus denen geworden ist und so. Na gut, Leute. Jetzt haben wir das Spiel durch. Ja. Gut, mein Eindruck zu dem Spiel ist eigentlich ziemlich eindeutig gewesen. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Ist auch extrem langwierig gewesen. Hat mir auch ziemlich viele Frustmomente gegeben. Und trotzdem war es ziemlich supi. Auch wenn ich das Spiel ja schon kenne. Ich kenne die Story auch. Aber trotzdem, es macht immer wieder Spaß, es durchzuspielen. Das ist wirklich so ein Mehrspieler wert. Und es gibt ja auch noch ganz viel zu entdecken hier. Zum Beispiel die Hector-Saga gibt es hier auch. So, die mache ich aber erstmal nicht, sondern da müsst ihr entscheiden, ob ihr das sehen wollt. Dafür müsst ihr einfach nur unten in die Kommentarliste dieses Videos schreiben, dass ihr die Hector-Saga haben wollt, und dann setze ich mich wieder ran und wir würden uns dann bei Fire Emblem wiedersehen und würden dann die Hector-Saga durchspielen. Ich habe keine Ahnung, was in der passiert, aber ich bin gespannt, das zu sehen. So, jetzt sehen wir erstmal, wie viele Runden wir für jede einzelne Mission gebraucht haben. So, ja. Gut, Hafen von Badon, 351 Runden. Kapitel 20, 231, Kapitel 23, 232. Das waren die Runden, wo ich halt gelevelt habe. Insgesamt sind es 267 Runden. What the fuck? Kann ich stimmen? Egal, Markus Ritter von Ferrar. Markus kehrte mit Elwood nach Ferrar zurück und widmet sein Leben nun der Ausbildung junger Rekruten. Lowen, flinker Ritter. Lowen folgte Markus als berühmtester Ritter Ferrars. Durch seinen endlosen Eifer leistet er Ferrar immer guten Dienste. Das geht eigentlich ziemlich schnell. Rebecca, eine Wildblume. Rebecca kehrt zu ihrem Vater zurück und schwor Haus Ferrar ihre Treue.
Sie gründete eine Familie und diente Fera weiterhin. Ah ja. Dorkas einsilbiger Krieger. Dorkas kehrte nach Fera zurück und konnte für Natalie, seine Frau, endlich Medizin besorgen. Seitdem erholt sie sich rapide. Jo. Batre, wilder Axtkämpfer. Batre setzte seine Reise von Land zu Land fort. Gerüchte besagen, dass er sich in seine Todfeindin verliebte. Na denn. Oswin, standhafter Ritter. Oswin dient Marcus Ucitio als Vasall. Er ist die ruhige, vernünftige Stimme in der Regierung Lysias. Matteo, Dieb und Spion. Der starb im Kampf in der Dämmerung. Jo, gegen Ursula war das. Sarah, freimütige Geistliche. Sarah ging nach Ossetia. Sie verwendete viel Zeit auf ihre Angelegenheiten. Doch seit kurzem genießt sie ihre freie Zeit. Ah ja. Guy, Herr des Schwertes. Guy strebte weiter danach, der beste Kämpfer in ganz Sasai zu werden. Sein Weg wird auch ihn zum Schwertheiligen machen. Jo. Erk studierter Magier, der in dem letzten Kapitel starb. Sorry, war nicht mein Ernst. Priscilla, stille Prinzessin. Priscilla kehrte zu Graf Caer Leon von Etruria zurück. Ihre Zieheltern begrüßten sie nicht mit Rügen, sondern mit Tränen der Freude. Auch nett. Florina, Pegasus-Ritter. Nachdem Lynn die Herrschaft von Kailin abgab, kehrte sie nach Ilia zurück. Zwar blieb sie scheu, doch wurde sie im Inneren immer stärker. Kent, der blutrote Schild. Nachdem Kailin unter die Herrschaft von Ossetia fiel, wurde Kent zum Ratgeber. Seine Hingabe brachte ihm die Liebe des Volkes ein. Oh. Zane, die grüne Lanze. Als Ossetia die Herrschaft über Kailin erhielt, zog sich Zane zurück und wurde unabhängig. Seine Liebe zu Frauen ist unverändert. Yep, wissen wir. Will, Schütze ohne Gleichen. Mit dem hätten wir nämlich nicht gewonnen. Will blieb in Kailin auch nach der Übernahme durch Ossetia. Er ist Hauptmann der Bogenschützen-Einheit des Doppelreiches. Cool. Raven, Hera Söldner. Raven verschwand ohne ein Wort des Abschiedes. Berichten zufolge ist er in Arafen, doch konnte dies nicht bestätigt werden. Jo. Lucius, das Licht. Lucius führte ein bescheidenes Leben in einem abgelegenen Winkel Arafens. Er gründete ein kleines Waisenhaus für hilflose Kinder. THW, ne? Kanas, Sucher des Wissens. Kanas kehrte nach Ilia zurück. Er und seine Frau starben bei dem Versuch, einen Sturm zu stoppen. Sein Kind ist bei seiner Mutter. Jo. Ja, der starb auch in Licht. Sorry. Fiora, fliegende Kriegerin. Fiora fliegt viele Missionen als Kopf der Söldner. Ihre Spenden retteten viele Familien in Ilia vor der Armut. Wow. Legault, der Hurricane. Legault zieht durch die Länder und sucht nach Blackfang-Flüchtlingen. Er hilft ihnen, um seinen eigenen Schmerz zu lindern. Oh, was für eine ehrenvolle Aufgabe. Nils, Kind des Schicksals und Ninian auch. Nachdem sie dem Land ihrer Geburt den Rücken kehrten, gingen sie in ihre neue Welt. Eliwood erfüllte ihre Herzen mit Hoffnung, dass Menschen und Drachen in Frieden leben könnten. Isadora, Geleit aus Ferrar, starb in Sieg oder Tod. Jo. Hef, fahrender Ritter. Hef zog nach Ilia und erlangte als Söldner Ruhm. Er kämpfte stets nur für Menschen in Not. Jo. Raf, Wolf von Sasai. Raf kehrte zu seinem Stamm zurück. Seine Taten bescherten ihm eine herzliche Begrüßung seines Vaters, dem berühmten Silberwolf. Eieiei. Hafkei, Hüter der Wüste. Hafkei kehrte nach Nabata zurück und lebt friedlich in Arcadia.
mit seiner Tochter, die ihm als Hüterin nachfolgen wird. Geis starb im Kampf in der Dämmerung. Joop. Scheiß Ursula. Pent magischer General und Luise, Lady der Veilchen. Als Athos starb, übernahm Pent seine Forschung. Er trat als General zurück, und um sich auf die Arbeit zu konzentrieren. Zwar geriet der Palast in Aufruhr, doch Pent und Luise hielten durch. Ja, genau. Haken, besorgter Krieger. Haken und Markus ließen die Ritter von Farah wieder aufleben. Langsam erlangen sie ihre Stärke und ihren Ruf wieder zurück. Cool. Nino, fromme Magierin. Auf Eliots Einladung führt sie ein ruhiges Leben in Farah. Sie plant, nach Piran zu reisen, um einen Friedhof zu besuchen. Mhm. Jafar, Engel des Todes. Jafar verschwand in den letzten Zügen der Schlacht. Er weidet noch immer die Kopfgeldjäger, die nach dem Engel des Todes suchen. Vaida, fliegender Zahn. Gerüchte besagen, dass Vaida von der Streitmacht Pirans getötet wurde. Andere sagen, dass sie im Dienste Prinz Zephils steht. Ah ja. Leben oder Tod. Renaud, eligischer Bischof. Niemand kannte sein altes Ich. Niemand weiß, was aus ihm wurde. Er verstand, als hätte er niemals existiert. Erzweise Athos. Athos starb in einem fremden Land. Man sagt, sein Gesicht hätte den Ausdruck endgültigen Friedens gezeigt. Das braucht man jetzt nicht verstehen. Er starb nämlich vor unseren Augen. Merlinus eröffnete einen Laden in Ossetia, musste ihn aber wieder schließen. Mit Hilfe von Lord Elwood plante er eine neue Eröffnung. Ach, so ein Trottel. Lin übergab Kailins Herrschaft an Ossetia und kehrte zu den Ebenen zurück. Das Volk von Kailin bleibt ihr in freudiger Erinnerung. Hector, General von Ossetia. Hector kehrte nach Ossetia zurück und wurde sein Marquess. Sein Band der Freundschaft zu Eduard blieb für alle Zeiten stark. Eduard Ritter von Lycia. Elios folgte seinem Vater als Marquess von Ferrar. Durch seine Aufrichtigkeit und klare Führung ist er seinem Vater ebenbürtig. Chris, Genie. Ja, ich bin auch ein Genie, sorry. Ist so. Der Stratege verschwand nach der letzten Schlacht. Piran, Lycia und Etruria suchten nach ihm, doch er wurde nie wieder gesehen. Kein Ding. Ende. So Leute, damit haben wir es durch das Spiel endlich. Und lassen wir mal kurz den Epilog hier. So, wir hätten jetzt hier die Auswahl zwischen Lin. Da können wir das nochmal alles auf schwer durchzocken. Oder wir machen mit Elwood, damit können wir auch auf schwer durchdudeln. Oder wir machen mal mit Hector. Da können wir aber nur mit normal spielen. Hier Prolog bis Kapitel 11 bis letztes. Und hier wahrscheinlich auch Kapitel 11 bis letztes. Welche Überraschung, ne? Gut Leute, wenn ihr die Hector-Sorge haben wollt, müsst ihr mir unten in die Kommentarliste schreiben, dass ihr die Hector-Sorge haben wollt. Dann setze ich mich hier nochmal ran und spiele zusammen mit Hector die Hector-Sorge durch. So Leute, das war's von mir. Ich hoffe, euch hat das Projekt Fire Emblem gefallen und wir würden uns dann in einem meiner anderen Projekte wiedersehen oder halt in der Hector-Sorge dann. So, ich bedanke mich bei allen Zuschauern, die das Projekt geguckt haben und hoffe, dass jeder von euch Spaß hatte. Ich verabschiede mich von euch und freue mich auf ein Wiedersehen in eins meiner anderen Projekte. Das war Fire Emblem 7 in normaler Schwierigkeitsstufe. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.